Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 20 von City Skylines. Ja, sind wir wieder drin in unserem Spiel. Gucken wir mal weiter, was wir hier so machen müssen. Wir hatten letztes Mal ganz viele Parks gemacht, noch ein bisschen aufgeräumt, obwohl da sieht es so aus, als ob wir was vergessen hätten. Allerdings könnte es auch genauso gut sein, dass da ewig und immer das Gleiche passiert, weil die Industrie hier gar nicht hin will oder so. Kommt mir so ein bisschen so vor. Das muss weg und das muss weg. Okay. Warum gehen die kaputt? Ah, da sind ja auch lauter so Zeichen dran, die man vielleicht mal einblenden müsste, ne? Angucken müsste. Nicht genügend Arbeiter, deswegen gehen die pleite. Okay, dafür brauchen wir also mehr Arbeiter. Was ist das hier für ein Viertel? Das ist doch ein Wohnviertel, oder? Ja, da kommen noch Arbeiter. Gut, da noch eine Straße vielleicht gemacht. Nee, die nicht, sondern die. So, passt. Und von da aus dahin. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ah, okay. Vielleicht hier rüber dann, oder? Ja. Und von da aus nicht weiter, sondern, ja, lassen wir erstmal so, glaube ich. Dann machen wir mehr Wohngebiete, damit Arbeiter da sind. Alles hier vollgebaut. Mach das mal wieder weg. Weil hier könnte was Größeres vielleicht hingebaut werden dann, ne? Ich glaube, die beiden machen wir noch. Den auch und dann kommt da eine Straße vielleicht hin. Dann da weiter noch. Und da lassen wir frei und da bauen wir noch eine Straße hin. Da eine Straße, da bauen wir. Gut. Hier wollten wir freilassen, ne? Aber hier nicht unbedingt auf der Ecke da. Ja, das lassen wir erstmal so noch. Ja, hier wollen wir mal Straße reinbauen. Das sollten wir vielleicht mal gerade tun, oder? Ne, da will ich jetzt dann eine gerade Straße mal machen. Jetzt macht er keine gerade Straße. Ich habe das doch hier angekreuzt, oder? Ah, jetzt geht's. So, oder? Können die auch noch weiter hochziehen, ne? Komm bis dahin. Irgendwen hat es jetzt vielleicht erwischt, aber das ist auch egal. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier alles mit Wasser verseucht ist. Da müssen wir mal reingucken noch. Ist es aber. Gut. Da drüben auch. Das passt ja dann schon mal, ne? So, Arbeiter müssten kommen. Kommerz fehlt noch. Komm hier, Kommerz. Haben wir ja noch eine Straße danach gezogen. Ja, da hinten noch nicht. Das machen wir mal. Und das machen wir auch noch. Und das machen wir auch noch. Keine Ahnung, wer da baut oder was da gebaut wird. So, wir haben 7000 Einwohner. Hatten wir nicht eben schon mal 7000? Und jetzt wird's weniger, oder was? Ah, wir haben so ein paar Unhappy, ne? Okay, da müssen wir da dran arbeiten. Wo ist denn unsere Zufriedenheit geblieben? Okay. Wo sind sie unzufrieden? Da hinten in dem Werk. Da oben ist auch wer unzufrieden. Keine Ahnung warum. Kann man das anklicken? Ja.
Was fehlt's denn hier dran? Keine Ahnung, warum die. Aber jetzt ist er auch nicht mehr unzufrieden. Auch interessant. Vielleicht, wenn die gerade gebaut sind, ne? Kann das damit zusammenhängen? Jetzt sind sie auch alle wieder zufrieden. Naja, bis auf den da, ne? Eckhaus, ne? Würde ich auch nicht wohnen wollen, aber das ist ja auch wahrscheinlich kein Eckhaus. Doch, The Villa Residence. Müsste also doch sein. Okay, wahrscheinlich Verkehrsaufkommen da nicht so dolle, ne? Ist klar. Aber sonst ist doch insgesamt ganz gut. Gut, da müssen wir noch 500 mehr haben, ne? Naja, 470 sind es nur noch, aber die Stadt muss wachsen. So, wie sieht's mit Dingens aus? Mit Buslinien? Auch die sind noch relativ gut versorgt. Die müssen mal... Oh, da ist ein Wasserproblem. Ah ja, okay, dann müssen wir da noch Wasser legen. Ich glaube, das machen wir von hier aus. So. Das Problem sollte auch beseitigt sein. Gut, wie geht's weiter? Gute Frage, ne? Na, da hinten, das sind hier die Arbeiterprobleme. Und wir müssen unbedingt noch eine Mülldeponie machen. Das hat ja keinen Sinn. Einmal rausgezoomt, da hinten haben wir eine, das ist klar. Ist natürlich auch nicht so toll, wenn wir die haben. Ja, dann müssen wir da hinten noch eine nebenbauen, ne? Dafür brauchen wir aber allerdings eine Straße, wie man das gerade so schön sieht. Gut. Ach so, das sind Bäume hier, die kaputt sind von der Industrie, alles klar. Okay, können wir jetzt nicht ändern. So, zweite daneben und gut ist. Mensch, stinkt dann aber richtig, ne? Gut. Wunderbar. Naja, wunderbar ist was anderes, aber es ist ja schon mal besser. So, da oben ist auch noch irgendwo eine Hütte, die weg muss. Ja, die reiße ich permanent ab, ne? Ist so. Und jedes Mal sind das die Arbeiter, die da fehlen, glaube ich. Ja, die brauchen auch keine neuen. Wollen die hier unten auch gar nicht haben. Kommerz willkommen, das ist das Entscheidende. Kommerz, oh guck mal, da ist der Kommerz sogar mit einer kaputten Hütte zugange, ne? Gut. Ja, wo kommen wir jetzt hin? Gute Frage. Hier unten haben wir nochmal ein Viertel. Da noch. Ja, hier sollte der Bahnhof hin irgendwie, ne? Ich weiß nicht, wenn es da einen gibt, wie groß der nachher ist. Gut. Wenn dann aber Pech, dann müssen wir es wieder abreißen. Das ist mir zu groß, da kommt nichts hin. Okay. Kommerz kann kommen. Wie sieht's mit Wasser aus beim Kommerz? Sollten sie auch haben. Und Strom wird sich ergeben. Alles prima. Feuerwehr ist um eine Ecke. Ja. Was macht die Stromversorgung überhaupt insgesamt? Ist gerade wieder am Limit. Ist nur noch ein bisschen im grünen Bereich. Ja, da hinten fehlen Arbeiter. Da können wir nochmal Wasser legen. Ah ne, Wasser passt schon, Strom wäre es, aber das kommt ja von alleine. Gut. Ja, ich fälle Bäume, das ist so. Guten Morgen zusammen. Zu viel Müll, ja, wir brauchen eine MVA. Grüne Energie mache ich schon. Geldbeutel habe ich nicht verloren, das war ein anderer. Ja, so Nahgeschichte ist auch noch bestimmt irgendwann hier im Programm. Holzindustrie. Ja, wow. Können
können wir alles wegmachen hier. Ich glaube, das ist auch. Gucken mal, ich werde demnächst mal gucken, ob ich da in den Einstellungen diesen Chirpa da oder wie der auch immer heißt, wegmachen kann. Also teilweise ist das ja wirklich über, ne, oder? Gut. So, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal so einen Durchgang. Strom ist okay. Wasser ist noch okay. Ja, neues Grundstück kann ich bauen, jetzt aber nicht. So, hier ist der Müll. Warum sind die öffentlichen Gebäude wie das Krankenhaus so andersfarbig? Und da Industrie auch. Komisch. Aber rot sind sie noch nicht. Aber in der Richtung geht's ja schon los, ne? Bildung ist nicht so dolle. Könnte besser sein, aber wir können nicht an jeder Ecke eine Schule machen. Zufriedenheit insgesamt gut, denke ich. Da in dem Industriegebiet fehlt es halt an Arbeitern. Da kann ich jetzt auch nichts dran machen. Gesundheit. Gibt es ein paar Stellen, die nicht so toll sind. Aber auch nur vereinzelt. Ebenen. Oh, das ist eine schöne Übersicht hier, ne? Okay, die grünen Häuser sind sogar die dunkelgrünen bis Stufe 5. Ja, da sind wir schon gar nicht mal so schlecht bei. Das sind ja schon relativ viele. Wenn es nicht 4 ist. Von der Farbe her. Gewerbegebiet haben wir alles ziemlich dunkelblau auch. Das sind nur 3 Stufen. Bürogebäude haben wir noch nicht, aber Industrieebene. Industrie ist hier hinten. Ja, da gibt es ein paar, die sind schon richtig weit, so wie diese hier. Und denen fehlen die qualifizierten Arbeiter. Dafür müssen wir wahrscheinlich eine Uni haben. Wie sieht es mit dem unteren Gewerbegebiet aus? Das ist die schwache Stufe eher, ne? Ja, aber wenn ich jetzt hier eine Schule hinmache, das wird das wahrscheinlich verbessern, aber wollen wir das? Da bläst der Wind irgendwo. Das ist Verkehrsaufkommen. Oh, da haben wir schon die neuesten Stellen wieder. Und die Hauptverkehrsstraße sieht auch schon schäbig aus. Ja, was willst du da machen? Die Kreuzungsbereiche da müssten Kreisverkehre hin. Die sind so riesengroß, ne, oder? Zeig mal gerade. Dass du dir die Frage stellst, wie sollen die da hin? Das ist ein Kreisverkehr, der nicht in der Stadt sein kann, oder? Ist der zweite kleiner? Ja, ein bisschen, glaube ich, oder? Nochmal, der erste. Ja, der erste ist größer, ne? Der zweite ist eine ganze Ecke kleiner, aber kannst trotzdem nicht da... Das geht gar nicht, da brauchen wir nicht drüber reden. Da reiße ich hier das Krankenhaus für ab, oder was? Nee, gibt's nicht. Und das ist am Krankenhaus, ne? Vielleicht wird sich da ja was tun, wenn wir hier öffentliche Verkehrsmittel noch weitere kriegen. Ja, die Blumen gießt irgendwer. Danke. Gut, das ist Verschmutzung, klar, Industriegebiet. Müllkippen ist auch klar und die Holzindustrie ist auch nicht die beste. Und hier ist natürlich auch nicht so dolle. Hier ist das Abwasser und da rechts ist nochmal Industrie. Stelle ich mir gerade die Frage, nee, das ist nicht unser Frischwasser, das ist auch Abwasser, da ist es Frischwasser. Gut, ist geklärt. Gucken wir hier rein. Lärmbelästigung, okay, wo Stadt ist, ist auch Krach, da brauchen wir nicht drüber reden. Wer im Grünen wohnen will, der sollte hier hinten hinziehen. Feuerwehr, okay, da oben haben wir eine Feuerwache, die jetzt die Industrie ein bisschen besser bedienen kann. Oh, hier oben ist aber schon alles mit Häusern belegt, ne, tatsächlich. Okay, hier unten fehlt es nur ein bisschen mit Feuerwehr, ja, hier im Zentrum, ne. Ah, Feuersicherheit, das ist da noch so ein Thema, genauso wie hier unten bei der Industrie. Aber das können wir ja vielleicht damit lösen, dass wir hier eine Feuerwache hinstellen. Wie sieht's finanziell aus? Können wir uns auch leisten? Sollten wir dann vielleicht auch tun. So, wie groß ist denn diese? Die ist wahrscheinlich riesig. Kostet uns aber 60.000. Ich will nicht so viele große haben, lieber mehr kleinere. So. Und schon sieht es ein bisschen besser gleich aus, oder? Ja, da werden schon einige grün. Da müssen wir hier unten noch was machen, aber jetzt noch nicht. Robbery.
Kriminalität. Sieht alles im grünen Bereich aus. Bushaltestellen hatten wir schon. Was haben wir hier? Bevölkerung. Wo sitzen denn die Senioren? Haben wir die? Ne, das ist Jugendliche hier, oder? Schwer zu beurteilen, ne? Die Schwarzen, das sind wer? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich gemischt, oder? Da soll das rot sein. Schwer zu beurteilen. Ach, hier unten drunter. Hauptsächlich Erwachsene. Ich hatte jetzt das hier mir angeguckt, aber das hier unten ist es. Hauptsächlich Familien. Hauptsächlich Erwachsene. Hauptsächlich Senioren. Die wohnen ja hier. Und hier. Zu faul zum Einkaufen zu gehen, ne? Oder können sie nicht mehr so gut. Gut, weiter. Ausgehende Verbindung. Ach so, das sind hier jetzt die Industrien, die ausgehende Verbindung sind. Ich versuchte jetzt nach Straßen, die rausgehen. Okay, hier haben wir ausgehende Verbindungen. Hier beim Kommerz. Wenig. Ne, das sind auch Industrien, glaube ich. Ja, das ist Grundstückspreis, ne? Ja. Ach, hoch haben wir noch nicht mehr erreicht. Und erstmal so hier in diesem Bereich, glaube ich. Ist doch auch schön. Naturrohstoffe wachsen überall. Ja, da müsste man hier irgendwann sagen, da brauchen wir mehr. Gut. Das sind die Stadtbezirke. Da müssen wir noch was machen. Aber das, denke ich mal, können wir dann auch in der nächsten Folge machen. Genauso wie mit der Freizeit. Da sollten wir uns vielleicht nochmal kümmern. Gut, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.